So, Hallöchen und willkommen zu meinem ersten Video hier auf dem Kanal. Das ist gar nicht klischeehaft, so anzufangen beim ersten Video mit Hallo und willkommen zum ersten Video. Aber, ich meine, es ist ein neuer Kanal. Das ist etwas, was es unbedingt auf YouTube braucht, einen neuen Kanal. Egal, wir spielen heute hier, wir spielen jetzt hier Ratchet und Clunky an. Und werden Spaß haben dabei. Wehe, ihr habt keinen Spaß. Ich warne euch. Ich petze es euren Müttern. Egal. Starten wir mal. Zack. New Game. Hier sieht man einen Versuch aufzunehmen und der fehlgeschlagen ist. Deswegen. Yep. Override. Ignorieren wir es einfach. Kusil Plateau. Planet Veldin. 11.13 Uhr. Ortszeit. Final step, attach robotic ignition system. Thank you for using help desk technology. Meanwhile, in a factory on a nearby. Approaching Planet Veldin. Nee, ich war gerade total weg. Bumm. Und da sind wir jetzt auf Veldian. Oha. Sorry, ich höre dich nicht über das Geräusch des Geldes, das mir entgegenfliegt. Oh ja. Okay. Wir fangen jetzt hier an auf einer neuen Welt. Wir sind auf Veldin. Wir sind Ratchet, ein Lombax. Einer der letzten seiner Art. Und er hat einen Ratchet in der Hand. Und er heißt Ratchet und bei uns. Und das soll ein Joke sein und so. Zack, zack. Okay, ich muss schauen, mich wieder an alles zu gewöhnen. Weil ich war minimal weiter bei der fehlgeschlagenen Aufnahme. Die geheime Aufnahme. Die verschollene Aufnahme. Der Fehlversuch. Das Problem war daran einfach, dass da Ding und so. Das interessiert euch nicht. Das sind Sachen für schlaue, kluge Köpfe. Und nicht so was Mickriges wie eures. Oh, ich bin ja so weit oben. Ah! Okay, ich habe fast einen Sprung nicht geschafft. Nein, nein, nur Spaß. Hasst mich noch nicht. Ihr habt genug Zeit, mich zum Hassen. Zum Hassen, was? Zu hassen. Dumme Message in 3, 2, 1. Ja, das ist es. Unsere Aufgabe, die Galaxie zu retten. Doch bevor wir die Galaxie retten, müssen wir mal herausfinden, was dieser komische kleine Roboter zu tun hat. Da hinten. So beim Hobby abstürzen. Zack. Man hört einen hübschen Frosch beim Rumjumpen. Wir haben eine Waffe. So wie ich weiß. Yep. Bomb Glove. Also Bombenhandschuh. Zack.
Nicht wundern, wenn die Sprache sich über Aufnahmen ändert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, auf was ich stellen will. Aber egal. Zack. Boom. Triple Kill. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich kenne das Spiel. Ich spiele das schon seit ich klein bin. Das werde ich schon schaffen. Logisch, das ist der Anfang von diesem Kanal. Also mit anderen Worten, ein Anfang einer neuen Ära. Um es dramatisch zu machen, trotz dass es einfach ein Kanal ist. Ein YouTube-Channel. Von einem pubertierenden Wichser. Wahrscheinlich wortwörtlich. Zack. Aber warte, ich gehe da noch nicht rein. Ja, Anfang neuer Ära. Auch gar nicht klischeehaft, das zu sagen am Anfang von einer Dinge zur erste Folge. Aber egal. Was ich hier vorhabe, also ich weiß nicht, wie lange ich den Kanal machen werde. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt und so weiter. Wenn es euch gefällt und im optimalsten Fall, möchte ich das zumindest alle PS2 Ratchet & Clank Spiele durchhaben. Also Ratchet & Clank 1, 2, 3, Gladiator und Size Matters. Ich möchte mindestens diese Spiele gespielt haben auf dem Kanal, weil ich liebe diese Spiele. Falls ihr andere Vorschläge habt, ich bin dafür offen. Ich benutze hier den komischen PCSX2 Emulator für Ratchet & Clank. Das heißt, es wird laggen. Es wird Momente geben, wo es laggt und es wird ein oder anderen stören. Aber egal, wir überleben das. Zusammen sind wir stark. Und jetzt sehen wir mal, was er mit den kleinen Roboter hier jetzt anfängt. Interesting. You're quite handy with your wrench. You bet. I built that ship with it. Currently, I'm in search of someone who could be of assistance in saving the solar system. Do you know where I might find that fellow? Well, he's on the radio every week. Other than that, no. Hey, what's with all this save the solar system stuff anyway? Hello, citizens of... My race, the Blog, have a small problem. Our planet has become so polluted, overpopulated, and poisonous that we are no longer able to dwell here. But I, Chairman Drek, have a solution. We are constructing a pristine new world using the choicest planetary components available. So, what does this mean to you, you might ask? Using highly sophisticated technology, which you couldn't possibly understand, we will be extracting a large portion of your planet and adding it to our new one. Unfortunately, this change in mass will cause your planet to spin out of control and drift into the sun, where it will explode into a flaming ball of gas. But, of course, sacrifices must be made. Thank you for your cooperation. And if you don't like it, you can take your whiny, sniveling, snot-nosed populations, form a line behind me, and kiss my... We're still on? Well, turn it off, you idiot! The people on those planets are hosed. Well, good luck getting Captain Quark to help you. Actually, you could help me. If you could use your ship to take me to the coordinates contained in this infobot, I might be able to gather further information there. Even if I wanted to, I can't. I'm missing a crucial component of the ship. The robotic ignition system. How did you know that? I, sir, happen to be equipped with the latest in robotic ignition systems. My programming allows me to start any ship I choose. So, I agree to take you to this wherever it is, and you get my ship started for me? That is what I'm proposing. Deal. Chairman Drake's Flagship, Welt in Orbit. This could be a problem. Take care of it. Wieso heißt der Chairman, wenn er nicht mal einen Stuhl hat? Wow, this is great! So that's where I've been stuck this whole time. Please return your appendages to the steering mechanism, sir. Huh? Oh, right. Sorry. Oh, and by the way,
You can stop calling me sir. The name's Ratchet. Pleased to make your acquaintance, sir. You got a name? My serial number is B54296. Oops. I'll just call you Clank for short. Hang on. Back on Gem and Drex flagship. So you see, it would be most beneficial if your citizens were not in the city when my workers begin removing it. Preposterous! I will not stand for this. Unfortunately, you have no choice in the matter. Let's just see what Captain Quark has to say about that, my good man. I don't see what's so funny. Captain Quark could dispatch you without even breaking a sweat, you puny. You have now officially worn out your welcome and my patience. This is your last chance. Stop this madness now! Okay, wait. You're right. I will withdraw my troops. Really? No. He's all yours, gentlemen. Try not to leave any marks. Oh, was ein Badass. Entering atmosphere of planet Novalis. Clank? Where are you? Oh, sorry about that. Well, we're not leaving the way we came in. Perhaps we could procure a ship from one of the inhabitants. If there are any left. Okay. So. Wir sind jetzt hier auf Novalis? Fragezeichen? Ja, Novalis. Wir starten hier. Ohne Schiff. Wir haben sofort drei Wege. Und wir nehmen logisch den hier. Höhle. Mhm. Komischer Zufall, dass genau jetzt das abbricht. Ah, nicht runterfallen. Okay. Zack. Hier rüber. Boah, ich spiele das Spiel wirklich schon, seitdem ich klein bin. Zack, zack. Brups, 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 brups. Und zackidi. Hier hinauf. Nicht wundern, beim Anfang, ich kenne den Anfang auswendig. Ich habe das schon so oft gespielt. Ich weiß, wo die Gold Bowls sind, also diese großen Dinger hier. Ich weiß das alles am Anfang. Aber wenn man später, wenn wir weiterkommen dann irgendwann... Ich habe keinen Plan. Ich als junges, naives, kleines Demian habe das Spiel 1000 Mal gestartet und kein einziges Mal ausgespielt. Ich habe es nur, glaube ich, einmal ausgespielt mit meinem Vater, als er noch mit mir PS2 gespielt hat. Also die schöne Zeit meines Lebens, nicht wie heute. Ah, fuck, Hilfe. Hier. Naja. Ja, lass mich rauf, bitte. Hallo? Okay. Zack. Ja, ich habe es mit meinem Dad einmal ausgespielt und das war's. Ich habe das Spiel nie alleine ausgespielt. Das ist auch peinlich. Aber jetzt seid ihr hier. Und ihr werdet mir helfen, es fertig zu machen. Stetig versuche ich es irgendwie nicht ein, so zu tun, als würdet ihr mithelfen bei dem Let's Play. Obwohl ich der bin, was überspielt. Nee. Ich mache das nur weiter, wenn es euch gefällt. Ich habe keinen Grund, das alles zu machen, wenn es keiner mag. Deswegen bin ich nicht ein netter Mensch. Bin ich nicht ein super Kerl. Komm, das ist favorisiertes Video. Gebt 5 Sterne. Liked, kommentiert. Empfehlt es jedem Obdachlosen noch weiter. Okay, nee, das war uncool. Das wäre nicht lustig. Würde man das jetzt wirklich machen? Außer es wäre ein cooler Obdachloser. So einer, was nichts anderes tut, außer am Handy rumzuhocken. Ich habe auch schon mal 2-mal welche gesehen. So Leute, die auf der Straße sitzen, mega angezogen sind, wie weiß nicht was. Also diese richtigen Rich-Obdachlosen. Ah ja, da gab es auch eine Story. Bei uns, ich warte da gerade, weil da vorne Cutscene ist. Bei uns in der Stadt gab es mal einen... Ziemlich, also im Vergleich zu den anderen meine ich, reichen Obdachlosen. So ein Kerl, der hatte 20.000 Euro zusammengespart.
Und ist aber dann verbrannt, als er sich auf der Straße ein Feuer machen wollte für die Nacht. Und dann hat man das Geld gefunden und ich glaube, es ging einfach direkt an die Staatskasse, ohne dass überhaupt jemand irgendwie überlegt hat, ob man das spenden könnte, seinen Freunden vielleicht oder sowas, aber nope, direkt der Staatskasse, logisch. Kosov, ja, Ding und so. Nett. Egal. Das ist, ich sag mal nichts dazu. Ich will nur sagen, unterschätzt nicht die Obdachlosen. Sie sind oft sehr coole Menschen. Und der Geruch ist erträglich. Los, Backflip in the Cutscene. Dad, blast it! Look, plumber's crack. What did you just say? I said, look, the plumber's back. All right, wise guy. Shouldn't you be on one of them escape transports? Escape transports? Newsflash, giant robots attacking! The escape transports are taking all the rich folks off this goddarn planet. So why aren't you on one? Socioeconomic disparity. What? He hasn't got enough bolts. Working people have to wait for Captain Quark to save us. Well, got anything worth a lot of bolts? I got this thing. Shows two weirdos ditching their ship. It's got coordinates to a desert planet, too. An infobot. Ratchet, we could use that. Gut. Haben wir das jetzt auch gesehen? Ah. Ich glaube, ich bin minimal zu laut. Wait, ich stelle mich leiser. So. Nur damit es angenehmer ist. Sorry, wenn man den Anfang jetzt... Ja, weil mich am Anfang hin und wieder über Steuern gehört hat. Ich werde logisch schauen, danach... nach der Aufnahme. Ah, ich muss es kaufen und so. Warte. Ich rede danach weiter. Gern geschehen! Slide down a sewer pipe? Mayday, mayday! This is the solar ship Radical. We seem to be under attack from the planet's surface. Relax, kid. It looks like some sort of fireworks display. Probably in your honor. Whoa! That was close! Ah! Pipe down, I can't concentrate. Well, we've been hit! An unexpected detour. When we land, I'll see if I can scare up an exhibition for you. We're not gonna live that long! Kid? Let's M scream! Eject! Eject! Did you see that guy on the left? That was Skid McMarks. Does he know Captain Quark? I doubt it. He's a pro hoverboarder, always going off about how cool he is. Looks like he's in trouble. I'll say. I've never seen him look so freaked out. Gadgetron Infobots give you coordinates for new planets. Was wollte ich erzählen? Ja, egal. Wird mir schon irgendwann einfallen. So. Nochmal sorry, falls ihr mich übersteuert gehört habt. Das würde ich sagen. Ich werde sicher dann im Schnitt schauen, dass man mich gut hört und nicht zu laut und alles. Das werde ich alles machen. Ich bin ein schlauer Lombax. Schlauer Lombax, der jetzt geradeaus hier hineinspringt. Hui! Los.